Leute hier sind. Und aus verschiedenen Perspektiven beurteilen zu können. Ja, weil ich gegen Zwangsimpfung bin. Aber die Regierung. Aber der Herr Spahn hat doch schon gesagt, es wird gar keine Zwangsimpfung geben. Ja, das heißt erstmal. Wenn sich bestimmte Anzahl an Menschen impfen lassen, gehe ich mal von aus, dass der Rest sich auch irgendwann impfen lässt. Beziehungsweise, wenn jemand sich nicht mehr impfen lassen möchte, dass man dazu gezwungen wird. Aber warum sollte man denn dazu gezwungen werden dann? Ja. Ich bin zwar kein Verschwörungstheoretiker, ich höre zwar gerne viel zu, aber ich bin der Meinung, auch dass Herr Bill Gates, der in den Medien erschienen ist, für 9 Minuten auf ARD, ZDF, wo ich meine Gebühren bezahle, dass er gemeint hat, dass sie, ich weiß jetzt nicht, wer mit sie gemeint ist, sondern nur er eigentlich der Kopf der Bande ist, dass er 7 Milliarden Menschen impfen möchte. Ja, aber glaubst du nicht, dass Bill Gates hier dreimal was Gutes machen will, indem er einen Impfstoff bereitstellt? Ich meine, solange es keine Zwangsimpfung gibt, kann ja jeder selbst entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Ja, das ist richtig, aber eine Impfung bedarf auch viele Jahre an Tests und das muss ja alles vernünftig getestet werden. Also ich bin nicht extrem gegen Impfung. Ja. Nein, das bin ich nicht. Aber solange es keine Zwangsimpfung gibt, ist es in Ordnung, wenn man das selbst entscheiden kann. Genau. Und das Problem ist ja auch, ich habe 2 Kinder. So, jetzt stellen Sie diesen Impfstoff bereit. Stell mal vor, die könnten dann nicht mehr zur Schule, weil sie nicht geimpft werden. So, ich würde aber gerne diese 5 Jahre abwarten, beziehungsweise sogar noch länger, dass das erst vernünftig getestet wird, auf Herz und Niere etc., Organversagen. Ne? Es gibt ja viele Studien darüber, dass eigentlich Impfen eher schädigt, als es fördert. Generell jetzt oder nur bei Corona? Oh, das kann ich dir nicht sagen, da es ja Corona-Impfstoffe noch nicht gibt auf dem Markt. Aber so allgemein bei Impfungen gibt es mehr Schäden? Genau. Ja. Auf welche Quelle beziehen Sie sich denn da? Oh, da gibt es auch bestimmte Filme. Auf, ich weiß jetzt nicht, wie das genau heißt, aber ich habe mal auf Amazon mal eine Dokumentation über Impfungen gesehen, wie wirklich Kinder nach der Impfung auch schwerbehindert wurden. Ja, aber wie viele sind das denn? Oder wie viele wären denn im Vergleich gestorben, wenn man sie nicht geimpft hätte? Ja, das würde ich gut finden, wenn man da eine Statistik mal draus machen würde. Oh, die gibt es. Kann ich Ihnen jetzt direkt zeigen? Schön. Soll ich die raussuchen? Ja, jetzt nicht, aber... Alles klar, ja, das war's auch schon, dann Dankeschön. Okay, ich bedanke mich auch. Die Leute hier sind. Ja, weil ich ebenfalls diese Maßnahmen zu Corona völlig überzogen halte und nach dem, was jetzt, er sagt es, also er spricht mir außer Seele, er sagt genau das, es ist keine Meinungsfreiheit mehr hier aus meiner Sicht und ich finde das total wichtig, dass da nochmal... Ich finde zumindest die Kontaktbeschränkungen auf jeden Fall übertrieben, muss ich sagen, weil die werden jetzt ja nochmal verlängert, das haben Sie ja wahrscheinlich auch schon gehört. Maskenpflicht. Die ist rechts, links, so, schwarz oder weiß seid. Ich will frei meine Meinung also sagen. Also inzwischen ja so klar, dass das wenig bis gar nicht hilft und den Tragenden eher behindert und vielleicht sogar so gesundheitlich einschränkt. Also es geht ja zumindest rum, dass die Lunge geschädigt wird, durch das, weil das ja so nass ist. Ne? Und dann, ja, und weil zu viel CO2 zurückgeatmet wird. Genau, das, ja. Das Konzentrationsstörung und... In dem Alter war ich noch nicht so. Wobei ja leitende Lungenärzte sagen, dass das nicht so ist. Aber Sie sind der Meinung, dass das schon... Das weiß ich nicht genau. Ich weiß es aber, wenn ich selber... Also ich habe eigentlich so einen Sichtschutz. Aber manchmal, wenn es schnell gehen muss, nehme ich diese hier. Und ich merke, dass ich nach mindestens 10 Minuten anfange, Konzentrationsstörung. Das ist sicherlich typbedingt. Also ich bin recht empfindlich. Das ist ja aber auch keine richtige Maske, ne? Das ist ja ein Schal. Nein, aber es ist ein Schal. Aber ich merke ja schon, dass ich dadurch trotzdem mehr meinen eigenen Sauerstoff zurückatme. Wenn ich eine Klarsichtmaske habe und hier offen ist, dann ist das nicht der Fall. Das haben Sie beruflich an, oder? Ja, ich arbeite im Verkauf und da habe ich dann eben halt eher diese Dinge. So, wenn ich aber in meinen Laden gehe und dann 10 Minuten da rumrenne, dann habe ich meist die hier. Und dann merke ich, es macht einen Unterschied. Also für mich macht es viel. Und dann würden Sie denn sagen, auch die Grundrechte sind eingeschränkt? Oder? Naja, das sehe ich tatsächlich so. Im Moment lockert es sich ja, aber es ist ja tatsächlich so, dass zu Beginn des Lockdowns ja die Versammlungsfreiheit total geblockt wurde. Also da ging ja gar nichts. Also, das fand ich schon extrem krass. Und
Und ja, auch die Meinungsfreiheit finde ich tatsächlich, also wir haben vor Corona an Schulen von oben oktroyiert, aber es ist ja tatsächlich Mobbing so, dass die, und Drogenpräventionsprogramm, die breite Presse und wir erleben das in jeder Schule, in einer Richtung. In jeder Klasse. Gab es mindestens wer ist denn die breite Presse? ARD, ZDF und so? Oder? Ein Kind oder ein Jugendlichen Gewaltopfer in ja. jeder Klasse. Also es ist meine persönliche Dings. Und ich finde und tatsächlich, der junge Mann, der eben gesprochen hat, der hat es ziemlich auf den Punkt gebracht. Es müsste wirklich offen alle gehört werden und es wäre wirklich wünschenswert, wenn man sich an einen Tisch setzen würde und nicht einfach aufkloppen würde mit Verschwörungstheorie und das stimmt alles nicht und die spinnen ja alle und es ist ja alles so gelaufen. Gibt es ja Zitate. Aber zum Beispiel, wir haben aber auch hier Probleme. Wir finden auch wenig Leute, die mit uns reden. Die meisten sagen einfach nein. Also dann, mit jetzt hier so im Ding. Achso, ja, aus Angst wahrscheinlich. Ja. Aber ich meine, was Sie sagen, ist ja nicht falsch, deswegen. Ja, trotzdem, es wird tatsächlich schwierig. Also ich merke es auch in meinem Umfeld. Bei manchen ist es wirklich so, wir haben dann zwar eine enge, also so eine herzliche Verbindung, aber wenn es um diese Thematik geht, hinterfrag doch das mal. Oder bist du dir sicher, geh doch nochmal kritisch. Nein, das ist alles gut so und das ist bestens gelaufen und wir müssen tierisch aufpassen. Und da bist du sofort, also ich bin dann sofort in so einer Rechtfertigungsposition, warum ich überhaupt die Dinge hinterfrage und warum ich überhaupt darin hinweise, Leute, guckt euch doch mal genauer die Sachen an. Nein, das ist alles ganz gefährlich und das führe ich zurück auf Angst. Angst und Panik und das war am Anfang auch sehr, sehr stark von der Presse forciert. Das muss man aber was hätten Sie denn gemacht als Politiker? Kein Lockdown, alles so gelassen? Nee, oder? Ich hätte als erstes versucht, den Ball flach zu halten, aber die Bevölkerung, ich meine, es läuft Werbung auf allen Kanälen. Hätte man nicht sagen können, da kommt eine Grippewelle, die jetzt schützen Sie sich vielleicht, indem Sie Ihr Immunsystem stärken. Schauen Sie, dass Sie mehr Vitamine zu sich nehmen. Also eher so diese Schiene des Stärken der Eigenkompetenz, als zu sagen, oh Gott, jetzt kommt der große Knall hier und jetzt müssen wir alles runterfahren und das muss auch immer so bleiben. Also ich meine, hallo, ich habe mir die Zahlen angeguckt vom RKI. Im Moment ist die Kurve auf Null. Es gibt so gut wie überhaupt keine Infektionen. 200 am Tag, glaube ich. Und dafür steht auch unser Verein. Und das ist immer noch. Ich stehe immer noch mit. Ich muss immer noch mit Maske rumlaufen. Ich muss immer noch sehen, dass ich den Abstand einhalte. Es dürfen immer noch keine Versammlungen stattfinden. Aber hier ist ja eigentlich eine Versammlung. Ja, aber doch nur angemeldet und auch nur mit entsprechendem Abstand und auch nur auf bestimmt. Also sind jetzt nur 100 etwa, aber es ist ja begrenzt. Also es ist ja keine wirklich Freiheit. Davon kann man ja nicht reden. Und eigentlich nach dem Wissen, was jetzt auch vorliegt, haben Sie ja erzählt, bei den Dings, die ganzen Studien, also die Strick-Studie und die Leute, die dann wirklich mal hier der Pathologe und die haben ja Daten bekommen, also die verifiziert sind und wie nennt man das? Baseline-Dings. Dann müsste man doch jetzt mal sagen, oh hallo, jetzt können wir aber mal also ein bisschen zurückrudern. Und sie tun es ja aber immer nur so. Ich weiß jetzt gar nicht, was das aktuell ist. Es war noch Maskenpflicht. Ich habe gerade gehört von meinem Chef, es ist bis Ende des Jahres im Gespräch. Sag mal, geht's mal? Ich glaube, Kontaktbeschränkung noch 2 Monate oder so, habe ich glaube ich. Wozu? Wir gehen auf die Sommerzeit zu. Da ist sowieso weniger, ich sage jetzt mal, weniger Erkältungskrankheiten und solche Geschichten gehen da sowieso zurück. Das weiß man aber einfach. Das war jedes Jahr. Aber dann, wenn wir das jetzt noch durchziehen bis zum Herbst, dann kommt die nächste Welle. Ja, vielleicht nicht mal Corona, aber eine Grippewelle und dann geht das immer so weiter, oder wie? Also, es tut mir leid, ich habe da für kein Verständnis. Auf Ihrem Schild steht ja, gibt Gates keine Chance. Warum genau? Und nutzen Sie selber Windows zu Hause? Nicht mehr. Wir sind auf Linux umgestiegen. Okay. Mir geht es damit erheblich besser. Aber warum gibt Gates keine Chance? Was macht er? Naja, also das Gates steht natürlich. Also ich finde das ein bisschen provokativ. Was soll ich euch sagen? Im Sinne von, es hieß ja mal, gibt Gates keine Chance. Und in Anlehnung daran, ich glaube, wer so viel
Schwermetallverseuchung. Wer so viel. Dadurch hatte er irreparable Schädigungen im Gehirn davongetragen. Wie nennt man denn das? Impfpropaganda betreibt, wie Herr Gates. Ich begann seinen Impfausweis auseinanderzunehmen. Wenn man dann weiß, dass seine drei Kinder nicht geimpft sind, nicht einmal. Woher weiß man das? Ich habe das in alternativen Medien von einem Arzt gehört, der in den USA lebt und in der Nähe des Hauses von Herrn Gates wohnt. Niemals und Kontakt hat mit Leuten, die da ein- und ausgehen. Und der ja bekanntlich dann hat man mal darüber geredet, ob die Kinder geimpft sind. Und wie schon so oft hatte ich einen Beweis dafür, dass es die Pharmaindustrie... Aber wird gesagt, okay, es ist nicht verifiziert. Nehmen wir mal zurück. Es begann